Heilige Engel, Mensch, Bonjour. Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Dinner mit Tommy. Habt ihr schon gedacht, es kommt nichts mehr die Woche? Habt ihr schon gedacht, ich hab's vergessen oder hab's gebucht? Heute, also schon Kaltzone. Tiefkühlding. Vorteil von so einer Kaltzone, man kann sie besser in der Pfanne machen wie Tiefkühlpizza. Richtig kochen ist bei der Hitze einfach nicht drin. Es ist fast September, ey, wann ist es vorbei? Also, heute geht's um Facebook. Ich bin nämlich so ein sehr untypischer Facebooker. Ich habe vor ein paar Jahren mal angemeldet, nachdem ich jahrelang abgelehnt habe. Meiner damalig besten Freundin zuliebe. Mit der ich seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr habe. Aber ich habe angefangen, also damals schon, Facebook als Spieleplattform zu benutzen. Heißt, ich spiele da Spiele. Ansonsten passiert da öffentlich bei mir nicht viel. Ne. Ich teile öfter mal was. Oder poste einen Link zu irgendwas, was mir gefällt. Im Prinzip aus dem Grund, dass ich es wiederfinde. Etwa. Andere das liken, lesen, teilen, sonst was. Kommentieren. Mir eigentlich völlig wurscht. Ich bin einfach nicht der Typ für so Sachen zu posten wie, boah, ist mir scheiß heiß, oder, oh Mann, ich hab Hunger, oder, ich hab Durst, oder, reicht das, was ist neu, gibt's auch schon eine Weile. Und diese Emojis. Emojis gibt natürlich schon ewig. Aber, einfach nur Emojis gepostet, ne, betragen steht, wütend, gelangweilt, sonst was. Ich lese das immer. Ich nehme es zur Kenntnis. Aber wenn es nicht gerade traurig ist, also das Emoji traurig, und nicht gerade von jemandem, den ich wirklich sehr, sehr mag. Na klar, wenn ich denjenigen sehr mag oder diejenige. Und wenn ich natürlich zeitnah lese, ich bin ja so gut wie gar nicht auf meiner Startseite unterwegs. Dann kommt schon, und es sind auch ernst gemeint. Hey, was los? Komm mal dir helfen. Bist du ein bisschen rette? Meine ich doch wirklich so. Mal ganz ehrlich. Ich habe auf Facebook ca. 40 Freunde. Von denen kenne ich genau eine Person persönlich. Und bei 30 von diesen 40 Leuten würde ich da gar nicht reagieren. Ja. Das ist nämlich so. Auch Leute, die ich privat kenne. Nämlich eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht in die Freundesliste bei Facebook auf. Auch nicht dann, wenn ich mit diesen Freunden, also mit diesen Real-Life-Leuten auf Facebook schreibe. Der Grund ist ganz einfach. Man kennt sich ja im Privatleben. Also wozu auf Facebook hier? Braucht meiner Meinung nach auch mal Abstand zueinander.
So ein paar Stunden und so. Ja? Man kann hier fast den ganzen Tag oder auch mal den ganzen Tag abhängen. Aber wenn dann, wenn man einfach mal zwischendrin nicht miteinander abhängt, ja, dann muss ich nicht in dann ein paar Stunden von der Person auch noch wissen, was der in der Zeit schafft. Ja? Eine einzige Person aus meiner Freundesliste. Halt, zwei Personen. Eine ist ein Fan von mir. Der hat mich letztens wohin gefahren. Sau cooler Typ. Hi, Kürsat. Gruß an dich an dieser Stelle. Und die andere, Miriam Spranger. Wir hatten schon über sie. Ich meine, wir waren jetzt Freunde. Haben uns dann persönlich kennengelernt. Natürlich bleiben wir jetzt Freunde. Wir wurden viel zu weit auseinander, um richtige Freunde zu werden. Also, mein Herzen stimmt, aber die Entfernung. Versteht ihr? Ja. Und ganz ehrlich, ich finde es auch ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt so Sachen posten würde, wie, ah, ich hab doch, erstmal, deswegen habe ich auch aufgehört zu twittern, ich hatte mal einen Twitter-Account. Selbst den habe ich nie, oder fast nie zur Selbstdarstellung verwendet. Ich habe eigentlich immer geguckt, was andere so machen. Auch Leute, von denen ich Fan bin. Und hab da kommentiert und so. Dann mache ich auf Facebook auch. Bevor ich es vergesse, wer mir trotz allem auf Facebook folgen möchte, kann eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich kaufe euch mal fertig, dass ihr das richtig versteht. Typisch Facebook jetzt bei euch, habt doch. Jedenfalls, wenn ihr da folgen möchte. Kann mir eine Freundschaftsanfrage schicken an Oleg, O-L-E-G, Leerzeichen, Micha, also Michael, nur ohne E, ohne L, Leerzeichen, Marsch, mit S-C-H hinten, ne? Also Oleg, Micha, Marsch. Davon gibt's. Soweit ich weiß, zwei. Nicht zu verwechseln mit Oleg Marsch, sondern wirklich Oleg Micha Marsch. Wer sich jetzt clever anstellt und guckt die Freundesliste durch, da sind kaum Leute drin. Auf dem Account passiert auch nichts. Ja, also gar nichts. Ja? Und da könnte man dann jemanden finden, wo man dann auf mich kommen könnte. Man kann aber auch einfach direkt an Oleg Micha Marsch eine Freundschaftsanfrage schicken. Alle paar Wochen gehe ich mal auf seinen Account und gucke nach, ob da was passiert ist. Und gegebenenfalls
nehme ich dann an, beziehungsweise gebe dann auch meinen privaten Account raus, der auch nicht mein mein bürgerlicher Name ist. Also wenn das interessiert, der kann im Prinzip gleich wegbleiben. Ne? Die damit haben, ich habe nichts mit der Fresse, du. Egal, also ich habe schon noch was, aber jetzt hat hier liegen. Nee, doch was. Ich habe ganze Kalzone gesehen. Kann euch diesmal nicht beschweren. Genau genommen habe ich sogar zwei Kalzone gefressen, aber die entwaschen vor dem Video. Hätte ich vielleicht anders machen sollen. Und sowohl auf dem Oleg Michamarsch Account als auch auf dem anderen, den man da in der Freundesliste finden könnte, werde ich jeden, der deine Anfrage schickt, erstmal fragen, wer bist du, kennen wir uns. Dann müsst ihr einfach neu schreiben YouTube und dann nehme ich gegebenenfalls an. Ich sage immer gegebenenfalls, weil ich habe da schon einige Leute wieder rausgeschmissen. Ist so. Ja? Sogar einen aus meinem Real Life. Nicht, dass ich was gegen den Typ hätte, aber ich laufe dem über den Weg. Ich habe mit dem Zoom nicht Kontakt, deswegen habe ich ihn auch angenommen auf Facebook. Ja? Verstehe mich mit dem Typen ganz gut. Ich habe einfach nur nicht so wirklich Kontakt. Wir laufen uns gelegentlich mal über den Weg. Ja? Und er hat sich nie gemeldet. Und ich habe dann, hey, was los und so. Keine Reaktion. Also ich meine, so immer brauche ich dann auch nicht in der Liste, ja? Dann gibt's Leute, so gewisse Psychos, die Fans, die meisten von euch Fans, sind echt klasse, aber es gibt halt auch solche, die sich gewisse Dinge einbilden, so gewisse Rechte zu haben, nur weil sie Fans sind, ja. Und auf dem Ohr, da bin ich so total taub. Da geht bei mir so gar nichts, wisst ihr? Likes, ihr wisst, ich bin nicht auf Kohle aus oder sonst was, aber ich lebe nicht von euch. Ja? Ich lebe nicht von euch und vor allem halte ich nichts von dieser Podeststellerei. Weder will ich auf eine Podeststelle wäre, noch was weiß ich, bin ich super freundlich, weil ihr jetzt Fans seid. Yo! Ah, wer mit mir zu tun haben will, der hat mit dem Real. Tommy zu tun und du kannst unter Umstand auch mal basieren, dass man auch schnauzt wird. Ja, das kann mal basieren, dann lass mich eine Stunde in Ruhe, dann ist alles wieder gut. Ja, vielleicht Montag oder so, es kommt immer drauf an. Und es gibt auch Leute, die mich mit Smalltalk nerven und ich hasse Smalltalk, sage ich euch gleich, wenn ihr mich mit Smalltalk zuballern wollt. Klar kann man mal schreiben, hi, wie geht's, aber da gab's einer. Und meistens immer nur geschrieben, hey, hey, und viel mehr kam da nicht wie, hey, das Interessante war, denn sein Name hat sich sogar auf hey gereicht. Das ist der kleine Psycho von dem hatten wir es schon mal, der behauptet, er sei 29, laut Facebook-Profil, er sei jetzt 18, damals 17, ne? Wer bitte macht sich, wenn er über 18 ist, ein Account, wo er noch keine 18 ist, wo du gar nicht mal alles sagst? Ich meine, ich kenne Leute, ja, einer meiner besten Facebook-Leute, der Chris, hi, hi an dich. Der ist 15. Natürlich ist der laut Profil überhaupt gar, nee, 14 ist der, 14. Natürlich ist der laut Profil überhaupt gar nicht 14, aber es ist ein cooler Junge. Und, ey, bei dem Typen, der sich für 29, ja, für 10 Jahre alt, jünger, der ist mittlerweile 18, wird bald 19. Behauptet es wohl, er ist 29. Der Typ ist so dumm. Entschuldigung. Ich will gar keinen Eimer Gülle über den ausschütten, ja? Aber nachdem ich ihm Millionen mal gesagt habe, lass mich mit dem Smalltalk-Scheiß in Ruhe. Ja, er macht weiter, er macht weiter. Irgendwann habe ich ihn aus der Freundesliste genommen, an dem Abend, wo ich ihn aus der Freundesliste genommen habe, habe ich mal geguckt, wer ist on, hab gesehen, der ist on und hab ohne Scheiß vor mich hin gesagt, oh oh, das Grauen ist online. Ja? Anyway. Es ging dann wieder mit diesem scheiß Smalltalk weiter und ich bin geplatzt, ich hab die Schnauze voll gehabt. Dann habe ich so gesagt, hey, okay, du willst zurück in die Liste? Ich geb da die Chance, du bist über Währung.
Ich will mal sehen, dass von dir kein Smalltalk und kein Mischgrund kam natürlich. Und dann ist er natürlich rausgeflogen und dann, ich bin dein Fan, verdammte Scheiße, schalt mich frei, ich bin dein Fan, ich bin der Einzige, der deine Videos wirklich feiert. Also mal ohne Scheiß. Wisst ihr, wie viele Leute es gibt, die behaupten, mein größter Fan zu sein? Hä? Ey, nichts gegen euch da draußen, die ihr wirklich seid. Aber ich höre von mehr Leuten, dass sie mein größter Fan sind, wie ich zurzeit. Wohl dank Sommerloch, ich weiß es nicht, genau Klicks habe. Ja, das ist keine Beschwerde, aber meine Klickszahlen sind total im Keller. Total im Keller. Und ich frage mich immer, wo sind denn meine größten Fans? Und vor allem gucken nur noch meine größten Fans meine Videos. Was ist mit den anderen? Anyway, ihr guckt, was ihr gucken wollt. Ja, ich meine nur. Und dann immer dieses Geschiss. Und ich bin doch der Einzige, der... Nein, bist du nicht. Du bist nicht der Einzige, der meine Videos feiert. Gibt da noch ein paar andere. Ja? Das macht aber auch nichts, weil das Fan-Ding. Ja, natürlich freue ich mich, wenn ich Fans habe. Natürlich freue ich mich, wenn ich Leute habe, die mich unterstützen, die mir meine Videos feiern, meine Videos gucken, Daumen nach oben geben und so weiter und so fort. Ja, alles wunderbar. Wirklich. Ja, wisst ihr, was mir viel wichtiger wäre, ist, also wäre, weil ist ja nicht jeder von diesen größten Fans, sonst würden die Leute ja nicht rausfliegen teilweise bei Facebook, ne? Das ist mir, dass ihr korrekt seid, man, dass in Ordnung seid, dass man mit euch gut retten kann, dass man mit euch Spaß haben kann. Ja, dass man sich vielleicht auch mal trifft und sich gut versteht, dass du aber irgendwie, ja, dass so Kommunikation kommt. Und natürlich, ich habe jetzt einem Star geschrieben. Nein, ich bin sowieso kein Star. Auch wenn ich immer wieder so von manchen Leuten benannt werde, bin ich nicht. Und das ist keine falsche Bescheidenheit oder so. Und ich habe um die 850 Abonnenten, also ist da mindestens 100.000 Abonnenten. Mindestens. Ja? Vielleicht bin ich irgendwann ein Star, aber okay, dann bilde ich mir immer noch nichts drauf ein, aber okay, dann bin ich ein Star, aber mit 850 Abonnenten bin ich kein Star. Fertig, das ist Fakt. Ja? Vor allem 850 Abonnenten, da Google 50 die Videos. Wenn ich Glück habe, bei manchen. Wie gesagt, das ist keine Beschwerde, aber ich meine nur, ja? Ich meine nur, weil ihr immer so Star, da kommt gar nicht drauf auf, Star oder nicht Star. Ist doch korrekt, Mann, ja? Und das ist, was ich auch sehr viel auf Facebook mache und sehr gerne. PNs. Ja, man kann mich auf Facebook anschreiben, wenn es was Gescheites ist. Ja, ich sag nur, man kann auch mal schreiben, hi, wie geht's? Oder einfach mal zur Begrüßung überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ja, ist schon okay. Ja, aber wenn ich merke, dass da teilweise sogar tiefsinnige Gespräche, wo was hier nicht raus ist. Ja, hier Special Gruß an Leute wie. Ich sag Leute wie, weil ich werde bestimmt ein paar vergessen. Ja, Chris, Caro, Gitter. Andi, du natürlich auch, obwohl mir weniger auf Facebook schreiben, aber das ist ja gut. Ja? Und viele, viele mehr. Wo einfach, wo was rüberkommt. Wo was rüberkommt. Wo was in den Band ist, wo ich merke, du ist was und nicht. Ich hab einen Star geschrieben. Und er hat mir sogar geantwortet. Na, ich bin kein Star. Und selbst wenn ich ein Star wäre, für sowas habe ich keine Zeit, für sowas habe ich gebockt. Ja, ich nehme gerne Zeit für euch. Und dann sollte was dahinter sein. Deswegen ich das nochmal, wenn ihr folgen möchte. Es muss keiner. Ich halte, wie gesagt, meine Freundesliste ganz bewusst klein. Ich poste so gut wie nie was. Wenn ich mal was poste, dann wird es auf den meisten Startseiten wahrscheinlich gar nicht angezeigt. Weil es eben so selten ist, dass man bei mir gar nicht so viel liken und kommentieren und so überhaupt kann. Ja, und es ist ja durch den Algorithmus, wenn du oft was likest, oft was kommentierst, dann kriegst du viel von der Person auf die Startseite. Das ist bei mir nicht möglich und das ist Absicht. Absicht. Im Prinzip will ich meine Ruhe. Ja?
Zumindest, wie gesagt, man so Smalltalk-Shit wie, oh, ich hab doch, mir ist gerade nicht, oh, halt Muck! Oder sowas, ja? Mir ist kalt, schreibe ich als Puppe, bei der Hitze. Ja? Ich war am Donnerstag drauf. Ach! Wir bleiben beim Thema, wer mir da folgen möchte. Nochmal Freundschaftsanfrage an Oleg, Micha, Marsch, für das Schribbewerten alles, das habe ich, ja, auf was ihr achten müsst. Ich gucke du alle paar Wochen oder nach dem Video, jetzt will ich da früher mal reingucken, ne? Ob sich da jemand gemeldet hat. Und dann kriege ich mal das schon hin. Man muss mir aber im Prinzip auch nicht folgen, weil es passiert ja nicht viel. Ne? Das kann ja jeder alles auf meiner Page sehen. Ne? Ich habe keine Privatsphäre-Einstellung. Grundsätzlich schütze ich mein Privatleben. Aber auf Facebook wüsste ich nicht, was ich da schützen soll, weil ich poste eh nichts. Versteht ihr, wie ich meine? Ich poste nichts von Bedeutung. Meine Videos poste ich in letzter Zeit. Ja, so verzweifelt bin ich schon, wegen der Glücksstrahle. Naja, wegen dem Sommerloch halt, ihr wisst schon, ne? Jetzt wird darüber gekommen, niemand guckt mehr mein Video. Ja? Das ist Sommerloch, ist schon okay. Kommentare vermisse ich. Kommentare könnte man wieder was kümmern. Ich habe schon ein paar Videos lang keine Kommentare bekommen. Das wundert mich etwas, aber auch das ist okay. Ich sag nur, ihr dürft ruhig. Nicht, dass sich der eine oder andere vielleicht nicht traut. Könnte es ja geben. Ja? Jedenfalls gibt es auf der einen Seite die Leute, die wieder aus der Liste rausfliegen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die, mit denen man wirklich tiefsinnige Gespräche, sinnvolle Gespräche schreiben kann. Ich dachte, sind Gespräche schreiben, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Und dann macht es auch Spaß und dann mache ich das auch gern. Und absolut davor nutze ich Facebook dafür, als Spielplattform, und bei den Leuten auf der Seite mal zu gucken, was die so gemacht haben, die, von denen ich Fan bin, oder die mich in irgendeiner Form interessieren. Ich bin da nicht der Stalker-Typ, keine Angst, aber es gibt einfach Leute, die sind einem sympathisch, und man schreibt irgendwie zur Zeit halt nicht so. Dann würde ich halt trotzdem mal auf der Seite vorbei, was da so los ist. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich zu Facebook sagen kann. Dass ich nicht so der Facebook-Fan im Allgemeinen bin, wisst ihr auch. Ne? Von Mr. Eidenberg, Zucker, ja Zucker, ganz viel. Miriam Sprange, falls du das siehst, Gruß an dich. Es gibt ein Lied auf YouTube, es kann da mal klicken. Miriam Spranger, lieber Mr. Facebook, ist ganz lustig. Ganz besonders lustig was für mich. Ich bin ja immer so ein bisschen der Letzte, der irgendwas mitkriegt. Und naja, ich schenke Ihnen einen Berg Zucker, Zucker ganz viel. So, wie gucken Sie jetzt auf Zucker? Lustige Idee. Ja, ganz klar, der Typ, der Erfinder von Facebook, der heißt Mark Zuckerberg. Schrippe Zucker, das habe ich Monate später, oder was weiß ich, wie lange ich das alles schon kenne. Der hatte später keine Ahnung. Ich habe es irgendwie, glaube ich, im Zusammenhang mit der Eisberg-Challenge gekriegt, dass der Typ Zuckerberg ist. Ich habe so lachen müssen, es war für mich einfach nochmal lustig. Weil dieses Berg Zucker, also Zuckerberg, ja, das war nicht einfach so, ich irgendwie ihr Typ Mailname kenne, sondern der Typ heißt Zuckerberg, das ist sehr geil. Ja. Jo, Marie Calzone ist lang besser, also das ist hier schon theoretisch lang kein Dinner mit Tommy May, weil es gibt nichts mehr zu genießen. Ja? Du bist deshalb, was ich hier, ich hab hier nichts rumliegen, also ich hab nur einen Kühlschrank, aber soll ich jetzt von der Kamera weggehen, haben wir Kühlschrank, und ich warte noch so lange. Anyway, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie ich über Facebook denke, ist nicht so toll, ne? Ah ja, am Donnerstag, das wollte ich noch sagen. Am Donnerstag wollte ich erstmal echt wirklich mal was posten. Da war ich nämlich draußen, hatte ein bisschen Zeug zu erledigen. Unter anderem diesen Buschel hier loszuwerden, ey Gott sei Dank. Da wollte ich mir echt den Spaß gönnen und poste. Ey, Leid!
Von raus von der Hitze komme ich her und ich muss euch sagen, was soll die Scheiße? Wir haben es fast September, warum ist immer noch so scheiß heiß? Wann hört dieser scheiß Sommer endlich auf? Ich kann dieses Dreckswetter nicht mehr ertragen. Ja, aber ganz ehrlich, als ich dann endlich mal heimkam und mein Zeug erledigt hatte, war ich viel zu kaputt, um das zu posten. Hey, anyways, habt das doch. Ne? Jo. Und oh, der Chris, der scheint wieder mit mir. Der Chris scheint wieder mit mir. Das Video geht schon wieder bei einer halben Stunde. Ah, so wahrscheinlich. Chris, ich mag dich trotzdem. Anyway, ich sag nochmal Tschüss und bis dann. Oleg, Micha, Marsch, für die, die es interessiert. Und Tschüss.